In diesem Video geht es um das Ausgleichen von Reaktionsgleichungen und jetzt fangen wir erstmal zur Einführung mit leichten Beispielen wie dieses hier an. Ihr seht, wir haben jetzt die Reaktion von H2 Wasserstoff mit O2 Sauerstoff zu H2O Wasser. Und jetzt schon mal das Wichtigste, wir müssen jetzt immer auf der linken Seite die gleiche Anzahl von Teilchen haben wie auf der rechten Seite. Und wenn wir uns das mal hier angucken, wir sehen, wir haben jetzt auf der linken Seite erstmal zwei Wasserstoffatome und dann mit O2 zwei Sauerstoffatome. Und dann auf der rechten Seite mit H2O haben wir dann ja jetzt hier ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome. Und wenn wir jetzt mal die Teilchenanzahl betrachten, das passt erstmal noch nicht ganz, denn hier haben wir zwei Wasserstoffatome. Zwei auch, das passt, aber hier haben wir nur einen Sauerstoff, hier zwei Sauerstoffatome. Deswegen, das kann nicht sein, weil die Atome können ja jetzt nicht einfach so verloren gehen. Und dann ist die Frage, wie kann man das jetzt hier ausgleichen? Wichtig schon am Anfang, wir können jetzt nicht sagen, dass wir einfach noch hier ein weiteres Sauerstoffatom hinzufügen, weil dann wäre das hier ein neues Molekül, ist jetzt auch mal dargestellt, dann wäre das jetzt der Stoff H2O2 und H2O2 wäre jetzt Wasserstoffperoxid. Und das ist einfach ein ganz neues Molekül, aber wir brauchen ja die Reaktion Wasserstoff plus Sauerstoff zu H2O. Deswegen, das geht nicht. An den Molekülen selbst können wir nichts verändern, sondern wir müssen jetzt hier von der Anzahl der einzelnen Moleküle was verändern. Und da können wir erstmal schon mal sagen, dass wir jetzt zwei H2O-Moleküle brauchen, weil dann, ihr seht es auch rechts, dann haben wir jetzt insgesamt schon mal zwei Sauerstoffatome, das passt. Nur dann haben wir jetzt erstmal auch vier Wasserstoffatome und wir brauchen ja auch dann hier vier Wasserstoffatome. Das heißt, wir brauchen auch zwei H2, also dass wir dann insgesamt vier Wasserstoffatome auch haben. Und dann seht ihr auf der rechten Seite, wenn ihr mal zählt, dann haben wir jetzt genauso viele Wasserstoff wie Sauerstoffatome links und rechts und die Reaktionsgleichung ist ausgeglichen. Und dann das nächste Beispiel, wir haben jetzt mal die Reaktion H2 plus N2 reagiert zu NH3 Ammoniak und ihr seht, rechts in blau haben wir erstmal nur ein Stickstoffatom, dagegen auf der linken Seite haben wir zwei Stickstoffatome im Stickstoffmolekül und dann müssen wir es so ausgleichen, können uns vorstellen, dass wir erstmal auf der rechten Seite zwei Ammoniakmoleküle brauchen, um erstmal schon mal zwei Stickstoffatome zu haben, aber dann sehen wir, dann haben wir auf der rechten Seite sechs Wasserstoffatome in weiß, links haben wir erstmal nur zwei Wasserstoffatome in weiß. Bedeutet, wir brauchen jetzt auch drei H2-Moleküle und dann sehen wir wieder, dann passt das, dann haben wir wieder links und rechts die gleiche Anzahl. Deswegen das Prinzip, jetzt noch ein letztes einfaches Einführungsbeispiel und zwar die Reaktion H2O2 reagiert jetzt zu H2O und O2. Wieder, erstmal passt es nicht und dann können wir jetzt hier links zwei H2O2-Moleküle daneben und dann bräuchten wir rechts auch zwei H2O-Moleküle und dann ist auch wieder hier die Anzahl von Sauerstoffatomen und Wasserstoffatomen die gleiche. Jetzt gehen wir mal nach und nach jetzt verschiedene Reaktionsgleichungen durch und erstmal noch leicht angefangen, da wird es nach und nach immer ein bisschen schwieriger. Jetzt erstmal leichtes Beispiel, Ag+ reagiert jetzt mit H2S zu und jetzt Ag2S plus H2 und was jetzt Sinn macht, besonders bei den komplexen Beispielen, dass wir jetzt erstmal mal links und rechts die einzelnen Atomanzahlen hinschreiben können. Das heißt, wir können schon mal aufschreiben Ag und dann haben wir hier erstmal ein 1, also wir haben jetzt nicht Ionen, aber das Prinzip ist das gleiche. Wir schreiben 1 hin, dann schreiben wir hin H eine 2 und dann hier Stück S eine 1 und dann das gleiche machen wir auch rechts, hier Ag haben wir erstmal eine 2, S eine 1 und dann H eine 2. Und wenn wir das dann vergleichen, sehen wir, Wasserstoff, Wasserstoff, 2 und 2 passt, S und S passt auch beides. Und dann passt nur noch das hier nicht, hier Silber 1 und 2. Da müssen wir dann eben hier eine 2 hinschreiben und dann haben wir dementsprechend jetzt hier 2 Ag und dann ist das alles wieder ausgeglichen. Deswegen, es kann helfen, das extra aufzuschreiben, besonders bei schwierigen Gleichungen. Man kann es auch vielleicht so einfach sehen. Dann nächste Gleichung und zwar haben wir dann jetzt hier das Beispiel Na Natrium plus Cl2 Chlormolekül reagiert zu NaCl und auch dann schreiben wir wieder hin. Hier Natrium haben wir erstmal 1,
Dann Cl haben wir zwei Atome. Dann hier Na nur 1, Cl nur 1. Und dann sehen wir, wir haben jetzt hier zwei Chloratome. Wir brauchen dann auch auf der rechten Seite zwei Chloratome. Wie machen wir das? Indem wir jetzt hier eine 2 schreiben. Wir brauchen dann zwei NaCl-Moleküle. Und dann verändert sich das Ganze hier. Das heißt, dann haben wir jetzt hier dementsprechend zwei Chloratome und auch zwei Natriumatome. Wir gucken, 2 und 2 ist ausgeglichen, aber jetzt haben wir hier zwei Natriumatome, hier nur 1. Das heißt, hier müssen wir noch eine 2 dran schreiben und dann haben wir auch hier jetzt zwei Natriumatome und dann sehen wir, dann haben wir wieder die gleiche Anzahl, passt wieder. Nächstes Beispiel, wir haben jetzt die Reaktion FeO, Eisenoxid, reagiert mit Kohlenstoff zu Eisen und CO2. Und auch hier wieder erstmal nacheinander aufgeschrieben. Eisen haben wir jetzt nur ein Atom. Dann hier Sauerstoffatom auch nur 1. Kohlenstoff hier auch nur 1. Dann hier vom Eisen ein Atom, Kohlenstoff ein Atom und Sauerstoff haben wir jetzt 2 Atome. Und dann vergleichen wir Eisen, Kohlenstoff passt. Dagegen Sauerstoff, hier haben wir 2 mehr wegen dem O2. Bedeutet, wir müssen jetzt hier eine 2 hinschreiben, damit wir dann auch hier 2 Sauerstoffatome haben. Deswegen hier haben wir eine 2. Nur, dann verändert sich das ja auch, wenn wir 2 FeO haben, haben wir dann auch hier 2 Eisenatome. Bedeutet, wir müssen auch dann hier wieder noch eine 2 hinschreiben und dann passt das wieder, dann haben wir das ausgeglichen. Das noch eher einfache Beispiel, jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Jetzt nächstes Beispiel, hier dann schon mit ein bisschen mehr Atomen. Wieder erstmal aufgeschrieben. Kalium haben wir erstmal ein Atom, dann Sauerstoff hier 1, hier 2, also dann insgesamt 3 Atome, Wasserstoff 1 und dann hier Kohlenstoff auch noch 1. Und dann auf der rechten Seite Kalium haben wir 2-mal, dann Sauerstoff haben wir jetzt hier 3-mal, hier 1-mal, also insgesamt 4-mal, dann Wasserstoff haben wir jetzt hier 2-mal und dann Kohlenstoff haben wir jetzt hier 1-mal. Und dann können wir am besten jetzt hier mal beim KOH gucken, weil das Sauerstoff hier in diesen Verbindungen, das überall drin ist, ein bisschen komplizierter. Ja, würde auch gehen, aber am besten gucken wir uns mal hier das Kalium an. Wir sehen, wir haben jetzt hier Kalium links einmal, hier zweimal. Also schreiben wir dann jetzt hier eine 2 hin und dann ergibt sich dementsprechend jetzt hier einmal 2 Kalium. Dementsprechend haben wir 1 Sauerstoff mehr, also dann jetzt hier 4 Sauerstoffatome und 2 Wasserstoffatome. Und wenn wir das jetzt vergleichen, 1, 1, jetzt hier Wasserstoff, 2, 2, Sauerstoff, hier 4, 2, 2, das passt jetzt schon. Das heißt, das war jetzt auch ein bisschen einfacher. Wir haben jetzt sofort dann alles ausgeglichen. Jetzt wird es langsam immer ein bisschen schwerer. Jetzt nächste Reaktion wäre hier Magnesium plus und dann Fe2O3 reagiert jetzt hier zu Magnesiumoxid und Eisen. Und wieder das Prinzip, erstmal schreiben wir dann wieder die einzelnen Atomanzahlen hin. Also dann hier haben wir von Magnesium dementsprechend hier insgesamt ein Atom. Dann Eisen haben wir jetzt hier 2 Atome und Sauerstoffatom haben wir 3 Atome. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite Magnesium auch einmal, Sauerstoff einmal und dann, ich schreibe mal das Eisen hier hin, auch an zweiter Stelle. Eisen haben wir jetzt erstmal einmal und Sauerstoff einmal. Und dann ist bei solchen Reaktionen immer der Tipp wichtig, dass wir jetzt nicht mit den Einzelelementen wie Eisen oder Magnesium anfangen, sondern immer in der Verbindung. Weil Eisen und Magnesium, das kann man am Ende auch immer noch ganz leicht noch dann anpassen. Aber da fangen wir immer hier mit diesen Sachen an. Wir fangen jetzt zum Beispiel mit Magnesiumoxid an. Und dann sehen wir, Sauerstoff steht hier 3-mal hier, 1-mal hier. Das heißt, wir brauchen jetzt 3 Magnesiumoxid, damit wir auch 3 Sauerstoffatome haben. Und dann sehen wir hier, Sauerstoff passt. Jetzt müssen wir das Eisen korrigieren und dann können wir hier eben auf der rechten Seite noch eine 2 machen und dann haben wir auch hier 2 Eisenatome und dann auch 3 Magnesiumoxid, auch 3 Magnesiumatome. Und dann vergleichen wir Sauerstoff, Sauerstoff, 3, 3 passt, 2, 2 passt auch, aber wir haben jetzt noch hier ein Magnesiumatom, 3 Magnesiumatome hier, wir müssen noch hier
drei Magnesium hinschreiben und dann wäre das jetzt hier ausgeglichen, Teilchenanzahl links gleich Teilchenanzahl rechts. Jetzt hier nächste Gleichung und wieder erstmal angefangen, wir schreiben die einzelne Atomanzahl hin, Aluminium von Aluminium plus Ion wäre einmal, dann Wasserstoff haben wir jetzt hier zweimal, dann Schwefel haben wir hier einmal, Sauerstoff viermal. Das gleiche dann hier, Aluminium hier zweimal, dann Wasserstoff haben wir jetzt hier insgesamt auch zweimal, dann Schwefel haben wir jetzt hier dreimal, weil das ganze SO4 haben wir dreimal, also das dreimal und Sauerstoff, hier haben wir dann dreimal die vier, also zwölfmal. Und dann ist die Frage, wie fangen wir wieder an? Wir fangen jetzt auch hier wieder nicht mit den Einzelelementen an, sondern hier mit diesen größten Verbindungen. Und da sehen wir schon direkt, wir haben ja hier das Ganze dreimal, also wenn wir uns angucken, auch vergleichen, Sauerstoff 4 zu 12, 1 zu 3. Und dann sehen wir, das ist genau dreimal mehr. Dementsprechend können wir dann jetzt genau hier eine 3 vorschreiben, weil dann haben wir jetzt, wenn ich jetzt mal bei der Sauerstoff anfange, haben wir jetzt auch hier 12 Sauerstoff, passt. Dann auch hier vom Schwefel haben wir jetzt hier 3 Schwefel. Das passt, weil wir sehen halt den Vergleich SO4 hier und dann dreimal, deswegen halt das 3 davor. Aber wir haben jetzt auch noch ein H2 davor, deswegen haben wir dann insgesamt 6 Wasserstoffatome und hier dann 2. Das heißt, damit müssen wir noch nachher gucken. Okay, und Aluminium müssen wir auch noch gucken. Und dann als nächstes können wir jetzt hier eben das H2 ausgleichen. Wie gesagt, wir haben jetzt auf der linken Seite dreimal mehr H-Atome, 6 zu 2. Also schreiben wir jetzt hier 3 H2 hin. Dann haben wir auch hier 6 H-Atome. Dann passt das auch mit den H-Atomen. Und dann sehen wir nur noch das Aluminium, das passt nicht ganz. Das haben wir jetzt hier zweimal, hier nur einmal. Dann schreiben wir noch hier eine 2 von Aluminium hin. Und dann wäre das jetzt ausgeglichen. Jetzt noch ein letztes Beispiel. Hier dann die letzte Reaktion. Wir schreiben wieder erstmal die Atome hin. Also Stickstoff hier einmal, dann Wasserstoff dementsprechend dreimal, Kupfer einmal, Sauerstoff einmal, das Ganze auf der rechten Seite, dann auch Stickstoff hier zweimal, dann Wasserstoff hier zweimal, dann Kupfer einmal und Sauerstoff auch einmal. Und dann ist auch hier so, dass wir jetzt nicht mit den einzelnen Elementen anfangen, weil das kann man am Ende wieder machen, sondern wir gucken uns hier die Verbindung an. Und wir sehen es auch hier, Kupfer-Sauerstoff haben wir erstmal gleich. Unterschiedlich haben wir jetzt erstmal nur Stickstoff-Wasserstoff. Deswegen macht es hier Sinn, erstmal mit NH3 anzufangen. Denn wir sehen Stickstoff hier einmal, hier auf der rechten Seite zweimal. Das heißt, wir können jetzt hier zwei NH3 schreiben, damit wir schon mal hier zwei Stickstoff haben. Dann haben wir aber auch jetzt hier durch das H3 hier zwei H3, also jetzt sechs Wasserstoffatome. Und dann sehen wir, dann passt das hier auf der rechten Seite nicht mehr. Hier haben wir zwei Wasserstoffatome, hier sechs. Das heißt, wir müssen hier dreimal so viele H-Atome haben. Dementsprechend schreiben wir jetzt hier 3 H2O. Dann haben wir auch hier sechs Wasserstoffatome. Problem ist, wir müssen aufpassen, jetzt ändert sich auch noch die Anzahl der O-Atome. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr 1, sondern 3 O-Atome, sodass das jetzt hier nicht mehr passt. Bedeutet, wir brauchen hier auch nochmal dreimal mehr Sauerstoffatome, schreiben wir hier eine 3 hin. Das heißt, dann haben wir auch hier 3 Sauerstoffatome. Jetzt haben wir aber auch 3 Kupferatome, also hier dreimal Kupfer und dann 3 zu 1. Jetzt schreiben wir im letzten Schritt nochmal hin 3 Kupfer und dann ist alles ausgeglichen. Und jetzt verlinke ich hier noch ein weiteres Video, wo ich noch mehr und noch weitere komplexere Reaktionsgleichungen ausgleiche. Das verlinkt und je nachdem, wann ihr das Video guckt, sind vielleicht schon meine Abi-Kurs verlinkt. Da perfekt für Abiturvorbereitung und auch für die Oberstufe einfach ganz viele Übungsaufgaben, Klausuraufgaben. Alles verlinkt und auch mein Physikkanal hier verlinkt. Und das war's dann damit zu diesem Video.